Oh, what's poppin', Freunde? Nach 7 Monaten habe ich es endlich geschafft, mein Gamescom-Video zu Ende zu schneiden. Ja, es hat einfach lang gedauert und ich habe einfach auch es voll oft vergessen. Aber hier sind wir. Ich möchte aber vorab sagen, es tut mir unglaublich leid. Ich dachte, ich hätte ein gutes Mikrofon dabei gehabt. Hatte ich aber nicht. Mittlerweile habe ich ein besseres Mikrofon. Aber das, was ich da hatte, war sehr crap. Entweder hat es halt gar nicht erst funktioniert, also sprich, es hat nicht aufgenommen. Oder es hat super krass übersteuert und deswegen habe ich mir mittlerweile neue Mikrofone gekauft und möchte auch beim nächsten Gamescom-Vlog auf jeden Fall mehr Quality reinstecken. Zu dem schlechten Mikrofon, was ich dabei hatte, war ich auch noch super krank. Ich bin genau zur Gamescom krank geworden. Unlucky, das hört man manchmal und auch die Energy ist nicht ganz so da. Trotzdem möchte ich euch das Video nicht vorenthalten und die paar Erfahrungen, die ich gefilmt habe, auch natürlich zeigen. Ihr werdet sehen, es ist eine Mischung aus meinen ganz alten Gamescom-Videos und dem letzten Gamescom-Video, was ich hochgeladen habe. Also eine Mischung aus, ich zeige euch die Messe mit cooler Mucke und ich nehme euch mit, was ich mache. Ihr werdet es ja sehen und bevor der Vlog losgeht, hier ein Video von mir und Chili. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in dem Vlog und ich verspreche euch, der nächste wird besser. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Gamescom 2023. Dieses Mal mit Jason als mein Digital Assistant. Ich hab das noch drauf. Wir machen uns gerade fertig, bereiten uns vor und dann geht es los zur Messe. Jetzt sind wir, oh Gott, ist das hell. Wir sind jetzt auf der Messe angekommen. Also fast. Ich bin ein bisschen krank, fühle mich nicht gut. Aber hier sind schon echt viele Leute, obwohl heute der Pressetag ist. Mal gucken, wie es wird. Es hat jetzt leider ultra lange gedauert. Wir mussten irgendwie durch den normalen Eingang. Scheinbar darf man nur als Aussteller, als Aussteller oder als Fachbesucher durfte man den Special-Eingang nehmen. Aber scheinbar nicht als Creator. Mal gucken. Aber wir haben unseren Pass. So, wir sind jetzt hier bei Netflix. Und bei Netflix gibt es einfach alles umsonst. Und jetzt Pizza. Und es gibt Zuckerwatte umsonst. Und ich hatte gesagt, Popcorn. Und man kann sich hier gratis tätowieren lassen mit den Squid Game-Zeichen. Guten Morgen, wir waren jetzt bei Paysafe und Jason hat mich immer Video, mies... wenn ich Pokémon spiele. wahrscheinlich, weil du dann abgelenkt bist und nicht mit mir interagierst. Ja. Also Jason hat mich mies abgezogen beim Paysafe-Stand, aber mies. Ja, ich hatte über 80 Punkte und sie 20. Ich hatte 22. Du, wir müssen links. Ich habe trotzdem Trost-Paysafe-Card-Sachen habe ich bekommen. Jason hat 5 € Paysafe direkt und ein T-Shirt gewonnen. Wir haben bei Witcher eine richtig coole Kette bekommen. Die gibt es eigentlich so regulär nicht. Sie haben nur so ein paar. Ja, und gucken jetzt gleich mal nach Titus. Titus, Sony Hawk, je nachdem. Skaten. Und wir müssen auf jeden Fall noch gut viel zocken heute, weil heute ist halt relativ leer, aber wir haben ja noch Zeit bis 19 Uhr. So, wir sind bei Landwirtschaftssimulator 22 angekommen und Jason ist natürlich in seinem Element. Hinter mir ist auch tatsächlich eine Show, keine Ahnung. Ja, wir haben unser altes Männchen endlich und versuchen jetzt hier so ein bisschen mal was anzuzocken. So, Jason ist fertig mit Farming Simulator. Was sagst du dazu? Das ist zu kurz, um das anzutesten. Also du musst da wirklich so 3 Stunden lang kurz spielen, damit du
das Spiel wirklich an, was du dazu was aber, sagen kannst. Aber weißt, kannst aber du sonst, ja. Ja, nee, ich habe da jetzt 5 Minuten lang gespielt. Aber er kommt. Ich habe jetzt endlich mal ein Lenkrad gemacht und es ist wunderbar. Macht Spaß. Hallo, wir waren gerade im Coworking Space. Das ist der Creator-Bereich, wo Creator rein dürfen. Stimmt. Ja, immer weil du dann was machst. Ja, also ich spiele nicht die ganze Zeit Pokémon, ne? Doch, also, der spielt schon viel Pokémon. Aber halt immer, wenn er Pokémon spielt, dann filme ich. TikTok. Ja, wir haben unsere Creator-Dinger. Holen jetzt Schloppy ab. Miguel. In diesem Info? So, mittlerweile haben wir Miguel noch gefunden. Und die Schloppy. Läuft. Und jetzt müssen wir Pokémon-Karten besorgen und das neue Disney Trading Card Game Ding, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Es wurde mir heute Morgen angeschrieben mit: Na, kannst du mir bitte diese Karte besorgen? Ich bin in Spanien. Ja, keine Ahnung. Hi, das ist Lina. Und wir haben gerade ein lustiges Foto gemacht. So Leute, Tag 1 ist vorbei. Gamescom war mal wieder anstrengend, aber nur weil ich ein bisschen erkältet bin. Und wir essen jetzt hier auf Nacken von ihrem Instagram. Ich bin froh, wenn ich im Bett bin. Herzlich willkommen zu Gamescom Tag 2. Ich bin jetzt gerade allein unterwegs. Jason kommt hoffentlich später nach, wenn nicht, dann mich. Aber eventuell, ja, wir treffen uns jetzt gleich erstmal mit dem Fabi und noch ein paar anderen Leuten. Heute werden noch einige Leute mehr da sein, denn heute ist der erste Tag für Suche. So, wir sind jetzt an der Messe angekommen und ich habe auch schon Y-Food geschenkt bekommen in meiner Hosentasche. Ich wollte heute keinen Rucksack mitnehmen, weil es gestern übel stressig war, aber irgendwie ist es jetzt auch voll stressig, alles ohne Rucksack zu tragen. Anyways, ich versuche jetzt hier irgendwie relativ zügig reinzukommen. Ist relativ voll. Ja, keine Ahnung. Ich durfte ja gestern nicht durch den normalen Business-Eingang. Vielleicht darf ich das ja heute. So, wir sind drin. Tatsache durfte ich heute über den Fachbesucher-Presse-Aussteller-Eingang-Ausgang rein. Gestern ging das wohl nicht. Aber hat mich gestern schon gewundert, dass das nicht geht, weil... Digga, wir sind Creator. Als Creator solltest du alles dürfen, was auch ein Fachbesucher darf. Ich gehe jetzt erstmal zum Coworking Space und gucke, dass ich mir noch einen Stream-Slot organisiere, damit ich mal von der Gamescom streamen kann. Eigentlich sollte ich heute um 9 Uhr morgens schon da sein. Wir haben jetzt 10.13 Uhr. Ja, Businesshalle ist immer ganz lustig. Ich finde die Businesshallen immer so ein bisschen, ja, langweilig. Wir passiert nicht so viel. Hier braucht man auch Termine. So, ich bin jetzt in der Creator Lounge. Guten Tag. Und mich hat gerade jemand besucht, der auch alleine gerade in der Creator Lounge ist. Und ich habe Snacks, Drinks und ich habe einen Streamslot bekommen. Nice, oder?
Tag 3, Gamescom. Ich habe endlich einen Selfie-Stick. Wir haben jetzt 13 Uhr circa. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder easy rein. Wir sind hier im Coworking Space und wir haben hier einen gefunden. Hallo. Sag mal bitte deinen Social-Media-Namen. Ja, das ist die Katalina. Ja. Hey, Mr. YouTube, wie sagt man das? Kommt in die Beschreibung? In die Beschreibung. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe mir einen Selfie-Stick gestern Abend bestellt. Mr. YouTube will aber jetzt auch in die Beschreibung. Mach mal. Komm doch mal her. Hey. Dann kommst du auch in die Beschreibung. Infobox? Mm. Das war's jetzt? Beschreibung. Beschreibung. In die Beschreibung. In der Beschreibung. In der Beschreibung. Stört dich das? Instagram. Ist Instagram in die Beschreibung. Ja. Bitte folgt nach Instagram. Ist das schlimm, wenn du da zu sehen bist? So, wir haben Sally gefunden. Und es ist Saros, seht ihr in der Beschreibung. Hallo, willkommen zu Gamescom Tag 3. Mittlerweile habe ich auch Jason wieder gefunden. Aber heute ist voll, deswegen können wir gar nicht so viel spielen. Aber gleich mein Bühnenspielen und dann kann man immerhin da ein bisschen spielen. Ein bisschen lost. Ja. Ja. Hier ist Lupi. Mal wieder. Sieht schlimm aus. Da ist der Eddie jetzt mal da. Regen hält einen nicht auf. Wir waren jetzt gerade auch schon am Creators Club und da war echt witzig. Die ganzen kleinen Jungs nämlich da stehen wie im Zoo und darauf warten, dass ein Creator rauskommt. Ja. Ratet mal, die Schmalz ist da. Schmeckt Schmalz. Cosplayst du irgendwas? Nee. Ich hab einen Freund. Nein, den nicht. Cool. Also, ich hab Sally gefunden. Wahrscheinlich zusammen dann am Sonntag. Aber das seht ihr ja erst dann nach dem Video. Ja, egal. Und da ist unser Wunderbär. Ja. Und wir gehen jetzt in die Cosplay Village. Willkommen in der Cosplay Village. Jason guckt gerade noch Charakter, die er kennt. Nichts. Gamescom Tag 4. Ich bin jetzt bei der Messe angekommen. Wir haben scheinbar hier ein Heimspiel, denn der ganze Bahnhof ist voll mit richtig dick ausgerüsteten Polizisten. Richtig schlimm, richtig viele Fußballfans. Die da hinten sind die am Gleis, aber man hört die bis hierhin richtig laut. Naja, ich bin jetzt da. Tag 4 der Gamescom. Ich sitze hier mit Floppy Schlabby als Mitsuri aus Demon Slayer. Ihr wisst das bestimmt, ich wusste das nicht. Also ich kenne den Charakter, weil jeder mit großen Brüsten hat diesen Charakter mal gecosplayt, habe ich das Gefühl. Ist das mein Red Bull? Weil die Businesshallen sind ab heute zu. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben hier auch die Tau wieder in einem Cosplay von Hunter x Hunter. Willkommen zu Tag 5, den letzten Tag auf The Gamescom. Ich bin jetzt hier gerade noch kurz im Creator-Bereich, weil hier ist so schlechtes Licht. Ich habe jetzt um 12.30 Uhr einen Tattoo-Termin, der wurde noch ein bisschen nach hinten verlegt. Und um 16.45 Uhr wird hier gestreamt. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann gehe ich erstmal durch die Merchhalle.
Ich war jetzt gerade bei Escape from Tarkov, mich tätowieren lassen. Die haben auch einen richtig geilen DJ da, der einfach, also der ist halt einfach der CEO des Games und der macht da einfach richtig geile Mucke. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis mein Stream anfängt. Ich muss jetzt erstmal meine Leute wiederfinden. Ich bin so ein bisschen lost hier und heiser. Ja. So, wir hatten heute einen richtig coolen Stream, da ist die Sally auch. Wir haben gerade 2 Stunden lang Fortnite gespielt, mit einem richtig geil ausgestatteten Elgato-Setup. Oh yes. Hier ist auch der Max wieder. Ja, und jetzt haben wir noch 50 Minuten Gamescom. Wir gehen jetzt gerade wieder in die großen Hallen. Wir haben gerade noch richtig viel Red Bull abgestaubt. Richtig viel. Ich bin so glücklich. Welche Will Ramen Random Moon? I don't know. Und dann ist die Gamescom auch schon wieder vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Freunde. Das war das Gamescom-Video von 2023. Wie ihr gemerkt habt, war die Qualität der Videos und des Tons nicht so gut. Das wird sich auf jeden Fall ändern. As I said, ich habe neue Mikrofone, die man dann halt auch nutzen kann. Ich werde eine Assistenz dabei haben, die mich vernünftig filmen kann. Und es wird auf jeden Fall mehr Input geben in die Messe und auch in das, was ich so an dem Tag tue, so als Creator. Ich danke euch trotzdem, dass ihr zugeschaut habt und ich versuche, ich weiß, das sagt jeder, aber ich versuche es wirklich, jetzt regelmäßiger Videos hochzuladen als einmal alle 7-8 Monate. Jetzt scheitert es eigentlich nur noch an den Ideen und am Schnitt. Abonnieren, liken, kommentieren, all den ganzen Kram, Motivationsschübe für die Creator. Wichtig und richtig. Ansonsten habt ihr auch Daily Stories auf Instagram und auch Posts. That's it. Wir sehen uns auf jeden Fall auf der Gamescom 2024 und auch auf der Gamescom LAN 2024. Falls ihr noch irgendwie Ideen habt für irgendwelche Art von YouTube-Videos oder Wünsche, könnt ihr die gerne auch mir sagen. That's it. Peace out.